In der letzten Folge sind wir 6 Tage lang quer durch Amazonien gefahren, um den größten Fluss der Welt zu erreichen. Der letzte Kilometer zum Amazonas. Sind da echte Piranhas drin? Auf jeden Fall. Und wie viele? Ganz viele. 1000. Natürlich reicht es uns nicht, an den Amazonas zu fahren. Wir wollen natürlich auch auf ihm fahren. Wir fahren jetzt über den Amazonas und dann kommen wir irgendwo an und dann müssen wir alles einkaufen und dann müssen wir alles machen. Super gemacht. Spannend, hä? Rückwärts über die Rampe? Ja. Zum Glück hat hier eine Reling. Hinter mir fahren! Ich habe als Sicherheit die Schwimmweste an. Ja, sicher, sicher. Die Überfahrt bringt ein echtes Naturspektakel. Jetzt kommen wir gleich über die Stelle, wo Weiß- und Schwarzwasser zusammenfließen. Das sieht ganz spannend aus, Kinder. Das ist das weiße Wasser, schau. Das weiße Wasser vom Rio Solimões fließt dann mit dem schwarzen Wasser vom Rio Negro zusammen. Und dann? Und dann bilden sie zusammen den Amazonas. Und ist aus dem Wasser jetzt der Amazonas? Aus dem Wasser ist der Amazonas. Und aus dem anderen dann auch. Gleich kommt. Schau, gleich kommt die Grenze. 3, 2, 1. Jetzt sind wir im Schwarzwasser. Die Gewässer haben so unterschiedliche Beschaffenheiten, dass sie sich über 100 Kilometer lang nicht vermischen. Ah! Cool, oder? Ja! La Amazonas. Elia. Was? Wow, sind wir schon da? Manaus. Here we come. Leute, sind wir oben. Adios. Yippie, wir sind drüben. Endlich, nach 6 Tagen Fahrt quer durch Amazonien. Wir haben es geschafft. Und ich bin echt. Eindeutig zu wenig Schlamm für den Duo. Wir müssen in der Regenzeit nochmal kommen. Der Amazonas ist die Lebensader dieser bizarren Stadt mitten im Urwald und ihre wichtigste Verbindung zur Außenwelt. Schau mal, der hat die Fische zum Trocknen da hingelegt auf seinem Boot. Wir sind ein bisschen erschlagen von der urbanen Hektik nach so viel Einsamkeit und Wildnis. Aber die Zivilisation hat auch ihre tollen Seiten. Mmh, wie schmeckt's? Lecker. Tropical Fruits. Frozen. So, ich habe noch eins geschenkt bekommen. Könnt ihr euch das teilen? Bestes Eis seit Monaten. Allein dafür hat es sich gelohnt, hierher zu kommen, oder? Ja. Einzig sinnvoll bei den Temperaturen. Ist lustig, Tino? Kann gerade nicht. Manaus ist eine Millionenmetropole, ungefähr so groß wie München. Aber man spürt überall, dass der Regenwald nicht wirklich weit ist.
Das vielleicht verrückteste an Manaus ist sein Opernhaus. Im 19. Jahrhundert war die Stadt steinreich und mondän. Die Kolonialelite ließ bis auf Holz das gesamte Baumaterial aus Europa kommen. Goldene Wasserhähne, Plüschsitze, jede Kachel und sogar die Pflastersteine. Echt schräg. Die Blüte der Stadt ist lange vorüber. Aber die Ursache für diesen Reichtum findet man noch heute in den Wäldern. Das weiße Gold. 100 Jahre lang war Manaus der einzige Ort auf der Welt, der Kautschuk exportierte. Ein paar wenige Kautschukbarone wurden damit richtig reich. Se banha o látex e leva o fogo. Ele calor salindo e solidificando, transformando em caucho. E ele humo que dá negro. Ele humo que deixa negro. Ok. Tá. Regressa. Esse é banho. A cada banho que você dá, vai crescendo. Ele processo final é uma semana para chegar a 50 quilos. Como uma bola assim? Sim, sim. Uma semana? Uma semana. Hallo aus dem Kautschukmuseum. Das ist ein Riesenflummi aus dem 19. Jahrhundert. Ich mach's auch mal. Der wiegt 10 Kilo. Ein Riesenflummi. Achtung, dass du nicht auf die Zehen wirfst. Du auch? Ja, oh, 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 cuidado. Ai, ai, ai. Los, 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 los. Aber der echte Reichtum ist natürlich die unermessliche Vielfalt des Amazonasgebietes. Im artenreichsten Lebensraum der Welt herumzuwandern, fühlt sich großartig an. Komm! Komme! Aber hier kann man auch Wälder erkunden, die gar nicht auf trockenem Boden wurzeln. Hier kann man den Waldspaziergang schwimmend erledigen. Wenn man sich traut. Ganz so mutig oder crazy musste man dafür jetzt nicht sein, denn wir sind am schönsten Badestrand von Manaus, Praia da Lua. Weißer Sandstrand, teefarbenes Wasser und ein überfluteter Wald. Das muss wohl der Amazonas sein, oder? Ja. Kein Piranha-Wald und drei. Das ist jetzt sicher 30 Grad das Wasser, oder Peter? Wahrscheinlich sogar 33.
Wir fahren den Rio Negro hinauf und tauchen ein in die vollkommen andere Welt eines indigenen Amazonasvolkes. Reisende sind eingeladen, ihre Traditionen kennenzulernen. Traditionelles Essen, geräucherten Fisch, Maniokmehl und hier, besondere Spezialität, Ameisen. Sag mal, ich habe ich noch nie gegessen. Oh Gott. Wer hat schon mal eine Ameise gegessen? Cool. Knusprig. Emil, sind wie Chips. Lecker. Wie Chips, Grossi. Oder? Nicht schlecht. Der Tino ist mutig. Wir wollen heute noch weiter flussaufwärts fahren, aber erstmal brauchen wir Sprit. Aber kein Problem hier auf der Hauptverkehrsader. Eine schwimmende Tankstelle. Und jetzt der Tank. Wie praktisch. Ich glaube, ja. Setz dich mal daher. Heute geht vielleicht ein Lebenstraum von mir in Erfüllung. Und ich meine nicht eine Bootsfahrt auf dem Amazonas, was auch schon ziemlich sensationell ist. Wir sind auf dem Weg zu ganz besonderen, mystischen, seltenen Tieren. Ein bisschen Glück braucht man, um die scheuen Amazonasbewohner zu sehen. Und Geduld. Das Boden kriegt ja 2,80 Meter. 2 Meter. Das ist até 250. Aber der Fischduft ist einfach zu verlockend. Ein Delfin. Mein Gott, ist der groß. Mein Gott. Wow. Schau, der hat wirklich fast keine Augen. Ja, ist er. Und da kommt noch einer. Wow, schau dir das an. Amazonas Flussdelfine. Mythische Wesen für viele indigene Stämme. Manche glauben, die Delfine kämen des Nachts in Menschengestalt an Land und schwängern junge Mädchen. Sehr originell.
Aber angeblich gibt es wirklich Frauen, die in der Geburtsurkunde ihres Babys den rosa Flussdelfin als Vater angeben. Wo sagst du immer Boto? Er heißt Boto. Und der kann mit Ultraschall seine Beute ordnen. Wieso mit Ultraschall? Weil das Wasser so trüb ist, dass er oft gar nicht sehen kann. Das sind Flussdelfine. Wahnsinn, die sind oder? Ganz schön groß. Der wartet auf dich. Ja, ich glaube auch. Sensationell. Sehr stark. Die sind ganz vorsichtig. Zum Glück. Das sind große Tiere. Ja. 2 Meter. 200 Kilo. Die müssen, könnten schon, wenn sie wollen. Das Herz auch, dass wir sowas erleben. Ja, Emi, schau. Aber es kommt noch besser. Wir dürfen zu den Tieren ins Wasser. Also ich nehme jetzt eine Schwimmweste, damit ich ins Wasser gehen kann, mit dem Delfin zu schwimmen. Isabel, Die sehen mehr als uns. Wir haben so, ja. Und zusätzlich Ultraschall. Und sie, die haben die Augen. Und die können auch die Farbe sehen. Selten oder vielleicht auch noch nie auf dieser Reise hat uns ein Erlebnis so berührt wie die Begegnung mit diesen charismatischen Tieren. Vielen Dank, Amazonien. Wir hatten hier einfach eine ganz geile Zeit. Bald verlassen wir dich wieder, aber immerhin auf dem coolsten aller Wege, dem Wasserweg. Wir fahren gerade den Amazonas runter, 1500 Kilometer. Das Beste ist, wir brauchen gar keinen Sprit. Das Boot, was uns schiebt. Nicht? Nee.
nicht weitergehen. Ich habe solche Albträume gehabt schon, weil ich halt mir Sorgen mache, dass diese Kinder da von der Kante fallen. Es ist keine Reling, keine Schwimmwesten, keine Rettungsringe. Wir hatten ja schon ein paar coole Standplätze auf dem Trip, aber der schießt, glaube ich, den Vogel ab. Auf einem Floß, auf dem mächtigsten aller Flüsse. Und Amazonien zieht an. Besser geht's nicht.